Herzlich willkommen zum zweiten Beispielvideo der Videoreihe Abbildung. In diesem Video betrachten wir die Verkettung von injektiven bzw. surjektiven Funktionen und im zweiten Beispiel werden wir uns die kanonische Projektion genauer anschauen. Wir beginnen direkt mit dem ersten Beispiel. Seien nun f von a nach b und g von b nach c injektive bzw. surjektive Abbildung. Dann ist auch die Verknüpfung g nach f von a nach c eine injektive bzw. surjektive Abbildung. Zur Erinnerung zu zeigen ist dann, dass wenn wir zwei unterschiedliche Punkte in A nehmen, gilt, dass auch die Bildpunkte unterschiedlich sind. Das heißt, g nach f angewandt auf x ungleich g nach f angewandt auf y ist. Wir nehmen uns für den Beweis jetzt zwei verschiedene Punkte aus A. Da f injektiv ist, können wir also folgern, dass dann auch entsprechend f von x ungleich f von y sein muss. Wenn wir dann jetzt diese beiden Punkte in g einsetzen, nutzen wir die Injektivität von g aus und erhalten dann damit, dass g von f von x ungleich g von f von y sein muss. Aber das ist ja gerade g nach f angewandt auf x und das ist dann entsprechend ungleich g nach f angewandt auf y. Damit haben wir bereits den ersten Teil bewiesen. Im zweiten Teil möchten wir jetzt die analoge Aussage für surjektive Abbildung zeigen. Das heißt, zu zeigen ist, für alle y aus C existiert ein x aus A, für das gilt, dass g nach f angewandt auf x gleich y ist. Wir beginnen wieder, indem wir uns ein beliebiges Element aus C schnappen. Das heißt, sei C aus C. Wir benutzen an dieser Stelle direkt die Surjektivität von G. Da G surjektiv ist, wissen wir also, dass es ein B aus B gibt, für das gilt, dass G von B gleich C ist. Aber an dieser Stelle können wir auch die Surjektivität benutzen von F, um zu zeigen, dass es irgendein Element in Groß A gibt, das auf B abgebildet wird. Das heißt, mit der Surjektivität von F folgt zusätzlich, dass es ein klein a in A gibt, für das gilt, dass F von A gleich B ist. Wenn wir jetzt beides miteinander kombinieren, erhalten wir also, dass G nach F angewandt auf A das gleiche ist wie g von f von a. Das ist nach dem zweiten Teil hier gerade g von b und das ist nach dem ersten Teil hier mit der Surjektivität von g gerade c. Und damit haben wir genau das, was wir haben wollten. Wir haben ein Urbild gefunden, was auf c abgebildet wird für ein beliebiges c in c. Damit haben wir auch den zweiten Teil der Aussage bewiesen. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Beispielvideos, nämlich den kanonischen Projektionen. Eine kanonische Projektion ist eine Abbildung der Art, nennen Sie mal Pi A, geht vom Kreuzprodukt A Kreuz B nach A und schnappt sich das Tupel klein a b und bildet es ab auf ihre erste Komponente klein a. Entsprechend könnte man sich auch andere Projektionen definieren, wie zum Beispiel Pi b, die aus dem Tupel a b das Element b nehmen. Sowas kann man sich ziemlich gut vorstellen an einem zweidimensionalen Beispiel. Wir nehmen hier zum Beispiel den R kreuz R oder auch R2 genannt und betrachten die Projektion auf die erste Komponente R. Das heißt, wir haben hier die Abbildung Pi R und schauen uns jetzt mal an, was passiert, wenn wir einige Mengen auf der linken Seite nehmen und sie mittels Pi R abbilden. Zum Beispiel mit einer
Geraden, die wir hier als m bezeichnen, die wird abgebildet auf einen einzelnen Punkt hier. Oder ähnlich könnte man sich hier auch eine Kugel nehmen, k. Und wenn wir die abbilden, erhalten wir hier einen kleinen Bereich, der das Bild unter PR darstellt. Die Frage, die wir in diesem Video klären möchten, ist, ob PR injektiv bzw. surjektiv ist. Wir versuchen zunächst folgende Behauptung zu beweisen, nämlich dass PR genau dann injektiv ist, falls B nur genau aus einem Punkt besteht. Wir beginnen mit der Hinrichtung und nehmen uns dazu zwei beliebige Elemente aus B. Und noch ein weiteres Element aus A. Und betrachten folgende Elemente im Kreuzprodukt, nämlich AB1 und AB2 aus A Kreuz B. Wenn wir jetzt die Projektion von den beiden Punkten bilden, erhalten wir, dass PA von AB1 gleich A ist und das ist dasselbe wie PA von AB2. Da beide im ersten Argument übereinstimmen. Wir können jetzt benutzen, dass P injektiv ist und erhalten dann, dass auch entsprechend AB1 gleich AB2 sein muss. Daraus folgt aber zwangsläufig auch, dass B1 gleich B2 ist, und zwar für alle B1, B2 aus B, da wir am Anfang beliebige B1, B2 gewählt haben. Und wenn jetzt je zwei Elemente aus B immer identisch sind, hat das zur Folge, dass B gerade eine einpunktige Menge ist und nur aus dem Element B1 besteht. Damit haben wir die eine Richtung gezeigt. Wir betrachten jetzt die Rückrichtung. Dazu nehmen wir an, dass B nur aus einem einzigen Punkt P besteht und zu zeigen ist, dass PA injektiv ist. Wir nehmen uns dazu zwei verschiedene Punkte aus A Kreuz B, nämlich A1P und A2P aus A Kreuz B mit A1 ungleich A2. An dieser Stelle benutzen wir bereits, dass B eine einpunktige Menge ist. Das hat nämlich direkt die Auswirkung, dass alle Elemente in A Kreuz B als fixiertes zweites Argument immer das P besitzen und nur im ersten Argument sich unterscheiden können. Das heißt, wenn wir zwei unterschiedliche Elemente in A Kreuz B nehmen, unterscheiden diese sich nur im ersten Argument. Und damit haben wir tatsächlich alle Elemente hier abgedeckt. Wenn wir nun das Bild dieser beiden Elemente bestimmen, erhalten wir folglich PA von A1P ist gleich A1 und PA von A2P ist gleich A2. Die beiden sind wieder unterschiedlich. Damit ist tatsächlich gezeigt, dass diese Abbildung injektiv ist. Und damit ist diese Abbildung injektiv. Und insbesondere haben wir unsere Äquivalenz bewiesen, dass PA genau dann injektiv ist, wenn B eine einpunktige Menge ist. Als zweites wollen wir jetzt auch zeigen, dass die Abbildung PA auch surjektiv ist. Das heißt, zu zeigen ist, dass für alle A aus Groß A ein Element M in A Kreuz B existiert, für das gilt, dass PA von M gleich A ist. Und wir machen das direkt, indem wir uns ein beliebiges Element B aus B schnappen. Dann ist A, B ein Element in A Kreuz B und daraus folgt direkt, dass PA von AB gleich A ist und damit ist PA surjektiv. Das heißt, unabhängig davon, wie B tatsächlich aussieht, können wir immer sagen, dass die kanonische Projektion auf A surjektiv ist.